Und zwar auf die andere Seite von Oakland, von der Skyline, sieht man hier im Hintergrund. So, wir haben gerade noch einen anderen Park erreicht, und zwar den One Tree Hill. Und da wollen wir jetzt erstmal hochgehen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es gibt wieder ein neues Video. Und ich bin wieder viel gereist. Ich habe Asien mittlerweile verlassen und ich bin jetzt in, man glaubt es kaum, Neuseeland angekommen, gestern. Über Brisbane, Australien geflogen. Und ja, ich freue mich natürlich gerade mega, tierisch, dass ich hier bin. Und ich werde die nächsten 4 Wochen auf jeden Fall bleiben. Wir nehmen uns ein Auto. Ich bin nicht allein hier. Mein Vater ist auch noch hergekommen gestern. Und wir machen hier so eine kleine Rundreise. Und wir sind jetzt momentan in Oakland und wollen uns heute nochmal die Stadt angucken. Zu Fuß gehen wir Richtung Papatoetoe zum Bahnhof. Wir kaufen 2 Tickets nach Britomart. Nicht lange warten wir, bis der Zug eintrifft. Schon sind wir in der Innenstadt von Oakland angekommen. Nach einer kleinen Stärkung beim Mexikaner geht's weiter. Bei unserem Spaziergang durch die Stadt stoßen wir auf die Cathedral of St. Patrick and St. Joseph, eine katholische Kirche. Ein kurzer Einblick in die Räumlichkeiten wird wohl genügen. Den Sky Tower von Oakland sieht man schon aus weiter Entfernung. Ein Fernsehturm und Aussichtsplattform mit einer Höhe von 328 Meter. Das Rathaus befindet sich am Aotea Square, ein öffentlicher Platz mit Kunst. Als nächstes erkunden wir den Hafen. Von hier hat man eine tolle Aussicht auf die Skyline von Oakland. Von hier sieht man die Harbor Bridge sehr gut. Für uns geht es jetzt zurück zum Bahnhof. Moin Leute, der zweite Tag in Oakland, Neuseeland. Und ja, wir besuchen hier gerade den Mount Eden Summit. Und ja, das ist hier so ein Vulkankrater, kann man sich angucken. Sieht ganz nett aus. Ich werde auf jeden Fall mal ein paar schöne Aufnahmen machen. Und ja, wir haben heute unseren Leihwagen geholt. Was ist das für ein Modell? Toyota Kleinwagen. Fährt auf jeden Fall ganz gut. Und können wir jetzt auf jeden Fall die Insel hier erkunden. Mount Eden ist der höchste Vulkan in Oakland. Der letzte Ausbruch war vor 15.000 Jahren und hinterließ einen 50 Meter tiefen Krater. Von oben hat man einen 360 Grad Ausblick auf Oakland. I
So, wir haben gerade noch einen anderen Park erreicht, und zwar den One Tree Hill. Und da wollen wir jetzt erstmal hochgehen. Ein kleiner Spaziergang ist jetzt angesagt. Umgeben ist der Berg vom Cornwall Park. Auf der Bergspitze gibt es heutzutage aber keinen Baum mehr zu sehen, sondern ein Obelisk. Auch vom One Tree Hill hat man eine tolle Aussicht auf Auckland. Ein, zwei Fotos kann man hier auf jeden Fall machen. Man hat auf jeden Fall eine schöne Aussicht auf Auckland, und da hinten ist wieder auf der anderen Seite die Skyline. Ja, wir sind nochmal weitergefahren über die Brücke. Und zwar auf die andere Seite von Auckland, von der Skyline, sieht man hier im Hintergrund. Und zwar in Devonport. Ja, sieht ganz schön aus, ne? Auf jeden Fall ein schöner Ausblick von hier. So, wir sind nochmal weitergefahren. Hier ist noch ein schöner Baum. Ein Gummibaum. Soll das sein, eventuell. Wissen wir nicht hundertprozentig, aber sieht ähnlich aus, ja. So, wir sind jetzt am Strand von Devonport. Und das gucken wir hier uns jetzt nochmal an. Zum krönenden Abschluss besuchen wir heute noch den Zoo von Auckland. Der Zoo ist das Zuhause von 135 Spezies und über 1400 Tieren. Unter anderem beherbergt der Zoo auch Kiwis, das Nationalsymbol der Neuseeländer. Zuerst gehen wir in den Afrika-Bereich des Zoos. Dort sehen wir zuerst Giraffen, Zebras und Strauße. Ein Erdhörnchen schaut nach dem Rechten. Die Unzertrennlichen, eine Gattung von den afrikanischen Papageien, im Englischen auch Lovebird genannt. Zwei Breitmaul-Nashörner tummeln sich dort. Der Löwe verkriecht sich im Schatten. Jede Menge Flamingos gibt es zu sehen. Im Sri Lanka-Bereich bestaunen wir den asiatischen Elefant. Der Elefant gönnt sich ein paar Bambusäste. Eine Gruppe von Pavianen sitzt dort. Ja.
Die Südinsel-Takal ist eine seltene Vogelart von Neuseelands Südinsel. Der Otago-Skink ist eine seltene, vom Aussterben bedrohte Art der Großskink, die in Central Otago, Neuseelands, vorkommt. Der Kea ist ein vom Aussterben bedrohter Vogel, der seine Heimat in den alpinen Regionen der Südinsel Neuseelands hat. Kukupa, auch genannt Maori-Fruchttaube. Tuatara, die Brückenechse, ist ein neuseeländisches Reptil. Little Pinguine tummeln sich im Wasser. Ein neuseeländischer Seebär kratzt sich. Kiwis sind nachtaktiv und daher schwer zu filmen. Die Otter toben im Wasser. Der tasmanische Teufel hat sich an einem gemütlichen Schattenplätzchen niedergelassen. Er ist mittlerweile nur noch in Tasmanien zu finden. Eine Eidechse wacht gerade auf. Die Emus befinden sich in einem offenen Gehege. Ein Rabenkakadu sitzt auf einem Ast. Alligatoren beherbergt der Zoo auch. Litzaffen spielen in ihrem kleinen Häuschen. Sie sind im nordwestlichen Kolumbien beheimatet. Capybara, oder auch Wasserschwein genannt, tummeln sich im Schlamm. Ein goldenes Löwenäffchen. Ein Geofreu, Klammeraffe, sitzt im Baum.